Ah, geht doch. Naja. Boah. Ich habe über 25.000 Käckchen dafür bekommen. Nach Kiel würde ich nicht. Wie sieht es denn aus, wenn ich einen Auftrag in Hamburg annehme? Fracht ist das. Bremen, Hamburg. Bis nach Salzburg. Und bis nach Salzburg. Linz, Duisburg. Ach, weißt du was? Pfeif drauf. Wo von Bremen gibt es total. Ach so, ich sehe natürlich auch nicht alle immer. Meine Stadt. In der wir vielleicht noch nicht waren. Waren wir schon mal in Erfurt? Meine nicht, die nehmen wir. Euro, Akris. However. Zack. Oh Mist, Alter. Mann! Sorry! Ihr wollt euren Zaun nicht kaputt machen. Tut mir leid. Gar nicht. So, erstmal hier Linksabbieger, Vorfahrt. Achtenschild erstmal voll aus der Seitenstraße hier rauspreschen. Ja, so. Halt mal an die Verkehrsregeln. Ich habe Pendeln, du darfst natürlich nicht stehen bleiben. Arschloch. Oh, Mist. Oh, ein LKW-Händler. Entdecken, entdecken, entdecken. Entdeck ihn, hallo. Ach, er muss reinfahren, als ob. Oh, sorry, Stadt Bremen, ich wollte das Schild nicht mitnehmen. Jetzt reicht's mir. Hallo? Oh, deswegen steht hier keiner, weil hier ein Zebrastreifen ist. Sorry. Warum geht's denn da vorne nicht weiter? Achso, weil jemand einen Unfall hat. LOL, was ist das? Warum fallen die auf dieser Spur jetzt hier nicht weiter? Doofe KI. Na, ausnahmsweise weiß ich nicht, bin ich hier jetzt mal nicht reingefahren. Was ist denn für ein komisches Kennzeichen? Drei Zahlen und dann vier Zahlen. Komisch. Erwurd. Frucht annehmen. Äpfel. 8000.
1000 kriegen wir halt auch nur dafür, ne? Gab schon mal mehr Geld für den Job hier, Alter. Ah, hier sind wieder Tiergeräusche, obwohl hier nirgends so Tiere sind. So, muss mal die Strecke an. Hallo, Karte. Okay, let's go. Muss ich lang? Ah, ja, gut. Stoppschild, leck mich. Hup, hup, Audi, hup, hup. Komm, 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 komm. Jawohl. Jeppa. Wir haben einen kleinen Drift. Aha. Die Richtung will ich, genau. Ist doch richtig, ne? Jo. Wir quälen uns ja mit 30 den Hügel hoch. Wir haben es geschafft. Wieder mit einem Drift. Aha. Geil, ich habe ein Ohr, der wird für 3 Wochen nicht mehr aus meinem Ohr rausgehen. Drift. Aha. Drift. Flash. So, 5 Uhr. Es ist 5 Uhr 25. Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen im ersten deutschen Fernsehen. Es ist 17.30 Uhr. Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu den ersten deutschen Tagesnachrichten im deutschen Fernsehen. Zu den Tagesnachrichten im ersten deutschen Fernsehen. So rum. Scheiße. Oh, guck mal, da hinten sind links ein Berge. Links sehen Sie nun die Aussicht auf ein paar sehr spannende Berge. Rechts genießen Sie die Aussicht auf einen Hügel, der mit Gras bewachsen ist, also Rasen bewachsen ist. Und auf dem oben Bäume stehen. Links nähern wir uns einem Sonnenblumenfeld, hinter dem noch eine Überlandstromleitung steht. Rechts sehen Sie weiterhin einen Hügel, der auf dem Rasen wächst, ein bisschen Kleingestrüpp und ein paar Bäume. Links sehen Sie nun eine weitere Aussicht, bis etwas weiter weg diesmal. Die ist nun immer vorbei. Denn wir fahren nun in ein Waldgebiet. Bin ich hier richtig? Oh ja, zum Glück. Wir befinden uns nun unter 4 schwebenden Brettern. Nein, Korrektur, es sind sogar 7 schwebende, freilebende Bretter. Links sehen Sie ein Weizenfeld mit Heuballen. Und rechts sehen Sie, dass unser Fahrer gerade voll erlaubt ein Auto überholt. Rechts sehen Sie Traktoren bei der Arbeit und des Weiteren kommt uns gerade ein Auto entgegen. Nein, das ist sogar ein anderer LKW. Möp, möp. Aha. Hallo? Oh, wo geht's sogar? Möp, möp. Aha. Ha. Bist der? Geht's der?
Mit 40 geht es diesen Hügel hin hoch. Und dann sind wir auch oben. Genial. Links sehen sie nun. Okay, ich höre ja schon auf. Halt deine Scheißklappe da vorne! Scheiß Reiseleiter immer. Nee, weiß nicht. Habt ihr schon mal so eine Reiseleitertour gemacht? Ich nämlich noch nicht. Also nicht so eine wirkliche. Nur eine ganz, ganz kurze Mal. Und der Typ hat fast gar nichts erzählt. Richtig hell langweilig, Alter. Der Typ war auch voll der Langweiler. Ups. Taste hat kurz geklemmt. Nee. Und da beginnt so langsam der Sonnenuntergang. Und da sind auch richtige Hochspannungsmasten vor uns zu sehen. Vor uns sehen sie nun. Alter, noch ein Wort da vorne und ich knall dir eine Kugel in den Kopf, ey. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten unserer Reiseleiter. Hilfe, hier ist der Buswache. Bitte erschießen Sie mich nicht. Wo muss ich hin? Überfordert, Hilfe. Oh, geradeaus. Niau. Oh, scheiße, ob die Leitplanke. Come on, turn the radio on. It's, was weiß ich für ein Night. Ist es Friday oder Saturday Night? Boah, scheiße! Ich muss mal das Lied anhören. Sheep Thrills, wer es wissen will. Sheep Thrills. Meine ich zumindest, dass das so heißt. Not sure in the moment. Geradeaus. Ich soll doch mal wieder auf groß schalten, dann sehe ich das eventuell nächstes Mal auch. Ja, Erfurt, wir wollen nach Erfurt fahren, aber trotzdem geradeaus, obwohl auf dem Schild steht Erfurt rechts abbiegen. Ah, geil. So, da unten ist auch schon der Steinbruch von Hanover. Hangover. Habt ihr den Film gesehen? Ich glaube, ich habe das Sache nur den zweiten gesehen. Was? Du hast nur den zweiten Hangover gesehen? Das geht ja gar nicht. Boah, wird voll dunkel gerade bei mir draußen. Hilfe, Leute, was ist los? Ich hab Angst. Mami. Ich hab Angst im Dunkeln. Hilfe. Just joking, friends. Nee, Alter, vor 10 Minuten war es doch total hell. Da hat die Sonne noch in mein Zimmer reingeschienen. Was ist denn jetzt los? Stock 5 auf einmal. Die Arschlöcher.
Oh, lol. So, und diese Folge wird nun zum Ende finden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bewertet doch bitte diesen Part. Bis denn. Ciao. Ciao.